So, nächste Glas. Das war mal Aprikosenmarmelade, war da mal drin, habe ich meinen Mama bekommen. Und so viel Soße, Tomatensoße habe ich, oder Bolognese-Soße habe ich ja noch nie gehabt. Also, schon eingekocht. Ich weiß nicht, wer das kennt von Marmelade kochen. Normalerweise kann man das, Marmelade kocht man auf 130 Grad vor, also so heiß es geht. Stellt die dann auf den Kopf. Und lässt die über Nacht auskühlen. Aber ich würde das jetzt mal mit ein paar Gläsern, jetzt weil ich keine Lust habe, 20 Gläser bei mir im Kühlschrank zu haben, einfach mal 4-5 Gläser noch sterilisieren. Das heißt, dass sie halt noch länger haltbar sind. Und ja, wie gesagt, so viele Gläser abgefüllt, Bolognese-Soße, alles. Und dann sterilisiere ich davon ein paar Gläser und den Rest gucken wir mal weiter.